In diesem Video zeige ich dir, warum du einen Lappen zerschneiden solltest und somit Kalk in wenigen Minuten entfernen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein solch alter Putzlappen. Diesen schneiden wir jetzt in ungefähr 2-3 cm breite Streifen. Denn mit diesen kannst du wirklich einfach und ohne viel weitere Arbeit Kalk entfernen, zum Beispiel an der Dusche. Wenn du den Lappen jetzt in solche Streifen geschnitten hast, dann brauchen wir danach noch eine weitere Zutat. Und dabei handelt es sich um herkömmlichen Essig. Außerdem benötigen wir jetzt noch eine Schale. Hier kippen wir etwas von dem Essig hinein, um dann im nächsten Schritt unsere eben zugeschnittenen Tücher hier drin einzuweichen. Denn was wir jetzt erreichen wollen ist, dass diese ganzen kleinen Streifen richtig schön vollgesaugt mit Essig sind. Schaue also, dass sie alle richtig schön im Essig versinken, drücke sie, wenn nötig, vielleicht nochmal etwas runter oder kippe noch etwas mehr Essig obendrauf. Wenn sie dann komplett vollgesaugt sind, können wir uns an den nächsten Schritt wagen. Denn wenn du eben auch solche Stellen wie hier bei mir in der Dusche hast, wo immer Kalk ist oder sich auch schon viel Kalk angelagert hast, dann kannst du das Ganze mit diesen Streifen wirklich einfach und schnell lösen. Das Ganze geht auch an der Seite bzw. an den Silikondichtungen. Hier habe ich jetzt zwar keine Silikondichtung, aber dort funktioniert es auch wunderbar. Wir nehmen uns jetzt die Streifen, die richtig schön mit Essig vollgesaugt sind und legen sie jetzt überall auf die Stellen, wo eben Kalk und Ablagerung zu finden sind. Wenn du noch etwas Essig in der Schale über hast, kannst du das Ganze hier noch drüber kippen, damit es auch richtig schön im Essig versinkt. Und genau so solltest du es jetzt für mindestens eine Stunde liegen lassen. Der Essig kann jetzt dafür sorgen, dass der Kalk hier richtig schön gelöst wird. Und das eben, während du irgendetwas anderes machst. Wenn die Stunde dann rum ist, dann machen wir uns daran, alles wieder abzubauen. Das heißt, du nimmst einfach diese Streifen wieder weg und solltest dann auch schon direkt sehen können, dass jetzt deutlich weniger Kalkrückstände zu finden sind. Und der Rest, der hier noch zu sehen ist, den kannst du jetzt mit einem Schwamm wirklich schnell und einfach wegwischen. Wir brauchen hier neben Essig also keinen weiteren Reiniger und können alles in wenigen Minuten eigener Arbeitsleistung erledigen. Das meiste hat dir eben die Stunde Wartezeit gebracht, in der wir wirklich nichts tun mussten. Danach alles nochmal abspülen und schon ist es wieder richtig schön sauber. Probiere das Ganze doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, wie du deinen Herd mit einem Messer reinigen kannst und was du noch alles an Dreck herausbekommst, den du sonst niemals gesehen hast, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.